Hey, liebe Freunde der virtuellen Ballerei, heute spielen wir Compound. Ist auf der Pico 4 erschienen. Es gab es oder gibt es schon länger für die Quest-Headsets, was ich so weiß. Und ja, also ich bin echt positiv überrascht. Es ist ein wirklich sehr, sehr spaßiger, pixelgrafiger Ego-Shooter. Und das gucken wir uns heute gemeinsam an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis gleich in der Pico 4. Hallo, liebe VR-Freunde, hier sind wir in Compound für die Pico 4. Ich habe von dem Spiel im Vorfeld schon ein bisschen was gelesen, gehört. Gab es anscheinend schon länger für die Quest, für den PC weiß ich es jetzt nicht, aber für die Quest gibt es schon auf jeden Fall. Und jetzt ist es für die Pico 4 erschienen. Ist so eine Pixel-Grafik, finde ich jetzt prinzipiell nicht schlecht, wenn das Game ganz gut ist. Und ja, ich bin mal gespannt. Gucken wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, wie das denn so ist, wie es umgesetzt worden ist und ob es Spaß macht. So, wir sind jetzt gerade in so einem weißen leeren Raum. Select your movement option. Da kann man hier, okay, wir müssen uns anscheinend hier die Knarre schnappen. Oh, okay, man muss Grifftaste gedrückt halten, sonst lässt man die los. Movement, Teleport oder freie Gehen anscheinend. Die Soundeffekte sind schon mal ziemlich cool. Muss ich sagen, wir machen ein bisschen leiser. Das ist alles wirklich so 8-Bit-Soundeffekte und der Rauch, wo dann so rauskommt, ist sehr goldig gemacht aus der Pistole. Ist halt im VR nochmal viel cooler, weil man kann es wirklich so reingehen und man kann auch durch diesen Rauch durchgehen. Select your grip type. Ah, okay. Anscheinend gibt es dann hier die Möglichkeit, dass die fest bleibt, die Waffe. Das machen wir doch einfach mal so jetzt bei dem Game, dass ich nicht ständig die Greiftaste gedrückt halten muss. Select your turning option. Jetzt haben wir so Snap Turn, dann gibt es noch. Achso, entweder mit rechts oder links. Ich würde sagen, wir machen das mit. Also mit rechts und mit linken muss man doch eigentlich bewegen, oder? Ja. Dann, also der erste Eindruck ist schon mal echt witzig, muss ich sagen. Ziemlich freaky. Jetzt wo ich sehe, kommt es mir irgendwie doch bekannt vor. Habe ich das schon mal irgendwie angezockt für euch? Ne, ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Welcome to Compound. Head on over to the shooting range to get it. Accustomed to some of the game's core systems. As you make your progress in the game, you will unlock new weapons and game modes. Okay, klingt doch cool. Dann gehen wir doch einfach mal zu der Shooting Range. Hier haben wir so eine kleine Küche aufgebaut. Und Easiest Pie, Medium Rare, Hard Boost. Okay, cool. Das ist echt liebevoll gemacht. Also so kleine Details hier, wie man den Schwierigkeitsgrad wählt. Mit Wortspielereien. Current Selected, ja, nehmen wir Medium, komm. Ja, und jetzt nehme ich es und dann. Muss ich wieder drauf schießen oder wie? Oder was? Ich will Medium. Wo lege ich das jetzt hin, dass es Medium wird? Ja, egal. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal, was hier alles gibt. Dosen. Ist alles so pixelig, aber irgendwie cool in 3D und VR. Die Dimensionen stimmen schon so ungefähr. Schaut hin, Kühlschrank ist auch was. Wie so eine Cola. Oh, man kann das auch wirklich trinken. Und rülpsen tut er dann danach. Ein Hotdog. Das ist schon cool. So, schaut mal hier, Burger. Okay, die sind sehr überdimensioniert. Die sind jetzt nicht realistisch. Aber es ist schon ganz witzig. Pick any of your trophy to unlock informations. Okay, da gibt es dann so Informationen, was man alles machen muss, dass man die Trophies bekommt. Was ist das hier? Race lower trophy shelf. Cool, okay. Kann man hier hoch und runter tun. Falls man da nicht hochkommen sollte. Und so egal. Das war der geile, oder? Dieses Ding hier. 5% Completion. Da muss man anscheinend das irgendwie Completion machen, dass man das freischaltet. Kann ich hier die Gewichte heben? Ja. Oh, das Glück Training. Okay, an der rechten Hand sind hier anscheinend irgendwie so Sachen, wo man dann aussuchen kann. An der linken Hand auch.
Options on back of wrist. Ja, ich will drauf drücken, ja, und dann. Reset all tutorials, game options, movement options, audio options, game options. Mhm. Oh. Ich wollte jetzt hier eigentlich Medium wählen, aber ich weiß nicht, wie man es auswählt, Freunde. Man kann zwar das heben, aber es passiert dann nichts. Begin Mission gibt es noch. Shooting Range, ah ja, da sollten wir doch hingehen. Um uns zurechtzufinden mit viel Mechanik. Also echt sehr liebevoll gemacht. Also auch diese alte Kassettenrekorder aus den 80s hier. Sehr nice. Und die Höhe passt auch ganz gut. Wow, die Knarren sehen ja auch cool aus, oder? Zwar alles so wie Nerf Guns irgendwie. Aber irgendwie hat das was. Geil. Mit Zielfernrohr. Schaut mal. Wow. Ups, jetzt habe ich den Kassettenrekorder umgeschmissen. Also ich bin jetzt schon bis jetzt hellauf begeistert, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin voll der Fan von so simplen Games, die wo immersiv sind und technisch echt gut sind. Und genau sowas ist das hier. Ich frage mich, wie man reloaden kann oder ob man das überhaupt muss in diesem Spiel. Ah ja, hier. Ihr habt noch einen Schuss oder wir haben noch einen Schuss. Und man kann auch wirklich gut durch dieses Zielfernrohr schauen. Es funktioniert astrein. So, nachladen. Okay, Trigger-Taste drücken. Und nun, ah ja, das müssen wir da oben reinstecken. Und dann A drücken. Ah ja. Oh, cool, das ist auch echt ziemlich cool animiert. Okay, die haben wir jetzt schon mal getestet. Testen wir mal die nächste. Oh, die schwebt hier in der Luft an die Waffe. Das ist ja sehr witzig. Okay, dann schwebt in der Luft. Aber dann schauen wir uns mal die Waffe hier an. Oh, das ist ein Granatwerfer. Ist mir gerade aufgefallen. Das ist geil. Ja, Freunde, das macht mir jetzt schon riesig Spaß. Muss ich ehrlich zugeben. Wow. Geil. Ja, den hinteren auch mal erwischen hier. Nicht ganz. Gut, man hat natürlich immer nur einen Schuss mit so Granatwerfern. Okay, es funktioniert aber auch, wenn ihr die nach oben. Oben und. Also oben. Einfach nach oben schwingt und nicht A drückt. Schaut mal, cool. Blopp. Und blopp. Sehr nice. Ne, macht Spaß schon mal die Waffe. Die haben wir ja gerade schon gehabt, glaube ich, oder? Ja. Die haben wir schon getestet. Schauen wir uns die noch an. Oh, das sieht auch interessant aus, das Ding. Das ist eine Double Shotgun. Entschuldigung. Also es ist eine Double Shotgun anscheinend. Und man kann sich auch hier behelfen beim Zielen. Man hat halt quasi hier immer zwei Schuss. Und kann sie auch so nach oben schwingen zum Nachladen. Okay, man muss dann wirklich beide auch reintun, sonst hat man wirklich nur einen Schuss. Geil. Also man muss hier eins und zwei. Dann. Also ich bin hellauf begeistert vom Shooting Feeling, ist das super. So, was fehlt denn noch? Eine MG. Das ist geil. Oh, leck, das ist echt super, Freunde, das Game. Rein hier. Ich höre nicht auf zum Lachen und Schwärmen. Ich bin echt sau begeistert bis jetzt. Absolute Empfehlung bis jetzt, Freunde. Macht Spaß, also wenn ihr über diese Grafikstil hinwegsehen könnt und wenn euch das nichts ausmacht, bis jetzt wirklich top. So, grafisch ist es gestochen scharf, muss man aber sagen. Also die Weitsicht ist auch völlig okay. Gut, kein Wunder, bei so einer Pixel-Grafik sollte das auch auf dem Standalone-Headset funktionieren. Emergency Firearm. Oh, cool. Man kann das Glas wirklich zerklatschen hier. Was ist das denn jetzt für eine Waffe? Wow. Eine Laserwaffe. Die überhitzt dann nach einer Zeit, wie ihr seht. Ist ja witzig. Kann man die auch. Ah, man kann auch tatsächlich beidhändig schießen. Ist das ein Unterschied? Also die Spielmechanik, Freunde, wow. Toll. So, getting started. 1, 2, 6. Sorry, ich war jetzt die ganze Zeit abgelenkt von den ganzen coolen Sachen hier. Welcome to Compound. Use the buttons below to navigate this tutorial. Next. The HUD and the main menu are located on Mapman computers on back of either wrist. Das habe ich schon bemerkt. Das wissen wir. Gut.
It also functions as a map using the pulsating teleport markers on your map to teleport to any room. Ah, okay. Wo man schon mal drin war anscheinend, kann man da wieder zurückgehen. Aber wir waren ja noch nirgends. Aber gut zu wissen. Once there are only a few enemies left in the map, a red arrow will point to the closest living enemy. Ah ja, das ist so ein roter Pfeil. Wenn nur noch ein Gegner im Raum ist, zeigt dann dorthin, dass man den auch findet. So, dann Weapons are marked with the white circles. Ah ja, diese weißen Kreise sind dann Weapons in der Map. Okay, weil colored circles represent armor. Farbige sind dann, also diese gelben sind dann Munition. Ist the exit elevator will be marked with an E. Ah ja, wenn man das geklärt hat, das Level kommt dann so ein E. Okay, da ist nochmal so eine Anleitung, wie man sich bewegt. Store Weapon. Weapon Action, Fire Spawn, Armor Grab. Ja, ist eigentlich. Steuerung ist sehr selbsterklärend und cool. Was haben wir denn noch? Try picking up the weapons on the table for reloading instructions. Ja, das haben wir euch schon durch. Store an extra weapon in your inventory with the store weapon. Ah ja, dann stören wir mal. Die MG hat mir recht gut gefallen. Der Knopf war Store schnell, der hier. Ah ja, cool, schaut mal. Dann kann man die. Wie kann man die dann auswählen? Hinten? Seitlich? Nee. Ich will die Waffe hier. Ich habe es jetzt zwar gestort, aber... Ah, okay. Verstehe, verstehe. Mein Fehler. Ihr müsst immer nur diese Taste dann drücken, diese lila, ne? Dann holt ihr die aus eurem Store raus. Also, wenn die jetzt gestort ist, dann sagen wir als Erstwaffe, was nehmen wir denn noch? Was fand ich noch ganz cool? Ich weiß nicht, die war doch ganz nice eigentlich, gell? Zum Anvisieren für weiter weg. Oder sollen wir doch den Granatwerfer nehmen oder diese Shotgun mit zwei? Ne, komm, nehmen wir die erstmal als Store-Waffe. Ah ja, so kann man die dann switchen mit dem Knopf. Cool. So, the energy submachine gun is a spray and pray weapon. Okay. Weiter. Jetzt erklären die uns hier die Waffen anscheinend. Ja, das haben wir doch alles schon gemacht, Mensch. Ich kenne mich davon aus, ich will jetzt spielen. Next. Jetzt erklärt er mir das alles hier, das haben wir doch schon alles hinter uns. Und wie spiele ich jetzt hier weiter? Wie geht's dann weiter, Freunde? Okay, Hot Dogs, Headshots and Grenades. Ja, ich glaube, ich muss halt wirklich hier von diesem Range, von der Shooting Range raus wieder und beginne mich nachher, ja, okay. Mikroskop liegt hier auch rum. Kann man reinschauen, aber es ist nicht sichtbar. Also bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Was ist hier? Kann man duschen? Okay, Repair Shower. Do rotating. Showers longer than 8 seconds will result in evocation. Okay, falls die Energie wahrscheinlich hier für diese Health Points, mal schauen, ob das funktioniert. Mit dem Duschen. Wenn man die auffüllen kann, drehen wir uns mal im Kreis unter der Dusche zum Waschen. Das ist echt cool gemacht, wenn ihr da hochschaut, kommt echt so Wasser auf euch runter. Nee, also mehr als 5 haben wir anscheinend nicht. Schalten wir aus. Ach, ich finde das super, weil es so detailverliebt ist, das Spiel. Selbstreflexion sieht man hier in dieser Scheibe, auch wenn es nur pixelige sind. Da, okay, da kann man hier sowas freischalten. Kauf. Oh! Ich habe mich hier gefreut, ich habe neben so eine Spritze hier geholt. Gelb. Was ist das? Oh! Was habe ich jetzt gemacht? Mutation. Ich habe jetzt hier einen Health Point mehr, habt ihr das gesehen? Ja, wie mache ich das jetzt wieder? Ich habe mir doch gerade einfach so irgendwie die Spritze. Wie funktioniert das? Das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt 6 Health Points. Komm doch her. Das funktioniert nicht. Oder vielleicht gibt es nicht mehr 6. So einen roten. Achso, extra Arms. Okay, jetzt da sieht man, wenn man drüber fährt, was die Sachen machen. Okay. Das finde ich auch mega.
Das ist super. Wir gehen mischen, ja. Ich weiß zwar nicht, ich trödel hier ein bisschen rum, aber ich finde es einfach so cool. Okay, also wir haben uns diese Waffe geschnappt, Gott, sonst haben wir gar keine, komischerweise. Hier kann man explosive Dinge, sehe ich gerade. Okay, also wo sind die Gegner? Kann man auch zwei Waffen nehmen? Mal schauen. Oh, ja doch, cool, man kann sie auch zwei Waffen nehmen. Okay, der schießt die ganze Zeit hier auf mich, Freunde. Oh, Headshot. Oh, wow. Echt cooles Game. So, was haben wir hier? Ja, da haben wir doch schon die zwei Waffen. Oh, gibt es eine neue Waffe oder was ist das? Kann man das nehmen? Nö. Schade. Ich dachte, das kann man nehmen. Das sieht aus wie so ein Drohne da, aber... Ja, kann man anscheinend nichts mitmachen. Ich bin auf jeden Fall in so einer Kanalisation, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Oh, es zischt überall immer. Es gibt überall diese Waffen nur, aber... Jetzt habe ich sie weggedrückt. Jetzt ist sie weg. Ach ne, jetzt ist sie wieder da. Ja, mit der Steuerung muss ich mich noch ein bisschen zurechtfinden. Was haben wir denn hier? Oh, mal durchgucken. Es läuft wirklich sehr flüssig. Das ist schon mal cool. So, da ist keiner. So, anderer Weg. Vielleicht muss man sich dieses Ding hier aufheben. Freunde? Ah ja, schaut mal, man kann das wirklich aufheben. Und jetzt? Was muss ich denn damit machen? Vielleicht hat das irgendwas zu bedeuten. Aber ich bin zu faul zum Lesen gerade. Ich möchte jetzt eher lieber rumballern. Okay, da können wir nicht gehen. Da können wir gehen. Kopfschuss, jawohl. Oh! Okay, dangerous. Das, die Atmosphäre ist echt cool, Freunde. Dadurch, dass es so flüssig und runter alles läuft, macht natürlich sehr viel Spaß. Da kann man nichts kaputt ballern. Oh, was haben wir denn hier? Kann man das aufmachen? Oh, aufschießen. Jetzt hat es mich gerissen. Aber... Oh, muss man da noch öfter drauf ballern? Es scheint, dass das Ding bald explodiert oder so. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss, Freunde. Aber es geht nichts. So, schauen wir einfach mal wieder zurück. Vielleicht gibt es dann jetzt mittlerweile wieder irgendwas Interessantes zu machen. Also da ist nur noch rot. Okay, wir müssen da irgendwie was machen, dass wir da reinkommen. Vielleicht sollte ich fail. Receive vaccine. Okay. Oh. Okay. Also, jetzt nochmal überlegen, wo waren wir denn jetzt schon im Einsatz? Es muss irgendwas mit diesem Ding hier auf sich haben, oder? Meint ihr nicht? Vielleicht hätte ich es nicht kaputt machen sollen. Nehmen wir es doch mal mit zu diesem Elektrokasten da von vorhin. Weil mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Ach, ja, unsere Sache fliegt immer noch rum. Was liegt denn jetzt hier rum? Achso, von dem Teil vorhin. Hier kann man immer noch nicht durch. Hier waren wir schon, da war nichts. Oh, doch. Oh. Cool, neue Waffe, Freunde. Map clear. Ich habe ganz vergessen, auf meine Map zu schauen. Mann, man bin ich dumm. Aber wir haben hier, jawohl, diesen Granatlauncher. Okay, Teleport to Elevator. Das heißt, das ist E, da muss ich raus. Und diese anderen Kreise waren doch Munition oder Waffen. Ah ja, verstehe. Okay, wer auf die Map sieht oder schaut, ist klar im Vorteil. Das ist doch nice, oder? Okay, ihr müsst die Waffe dann so in der Luft ablegen beim Nachladen. Cool, cool, cool. Gefällt mir. Was ist das hier? Continue. Elevator.
Das ist doch der Elevator, ja. Okay. Ja, sieht gut aus. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich hier... Ach, jetzt hat ziemlich gerissen. Jetzt verstehe ich es, Freunde. Ihr müsst es essen oder trinken. Und jetzt haben wir das Richtige ausgesucht. Lassen wir auf Medium. Was meinen die? Soll ich jetzt noch ein? Eins kommt. Eins spielen wir noch ein Level. Komm, geht schon. Ein Level machen wir noch. Das ist echt cool. Health Point. Mal schauen, ob das jetzt mit der Dusche was bringt. Ob ich dann mehr Health wieder kriege. Also ich merke nichts, es steigt nichts. Due to rotationing, showers longer than 8 seconds will result... Ach, länger als 8 Sekunden. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber gut. Ich bin doch jetzt schon länger als 8 Sekunden hier drunter. Schauen wir doch mal, was es hier nochmal gab. Da gab es doch dann Energie, carry up to 16 guns, move faster, more armor, auto picking armor and health. Es gibt noch Auto-Reload. Ist auch cool. Nehmen wir das da mal. Ich frage mich, wie viel ich da kaufen kann. Habe ich da endlos? Nein. So. Jetzt haben wir das benutzt. Anscheinend brauchen wir es dann nicht mehr. Okay. Nehmen wir Waffen mit eigentlich. Ach, die gibt es ja überall. Kommt, geh mal. Rein hier. Sugar 2. Hier, schaut, wir haben da uns eh noch unsere Waffe, die wir gerade gehabt haben. So, jetzt schaue ich mal auch ein bisschen öfter auf diese Map. Also wir haben Raketenwerfer, Granatwerfer und schnappen uns hier noch... Oh. Das war witzig. Oh. Diese Drohne. Komm. Nein! Oh, echt cool, Freunde. Ich habe noch 3 Health Points. Ich muss aufpassen. Ja. Kann man die storen? Wie kann man storen? Ich kann eh so recht viel Waffen, glaube ich, jetzt aufwählen. Oder storen stand doch da. Ach, cool. Energie. Energie und Rülpsen. Das ist jetzt, wenn ich die hier nehme. Ah ja, man kann nicht hier entweder den oder die andere auswählen. Okay, verstehe. Langsam komme ich klar, Freunde. Nein! Ich dachte, die wäre geladen. Ah, oh, das war jetzt nice. Oh, links auch noch einer. Was zum Henkel? Das macht echt Spaß, Freunde. Kann ich euch jetzt schon eigentlich empfehlen, muss ich sagen. Jetzt komm, jetzt muss ich jetzt mal hier. Kommt schon. Jawohl. Ja, der Rote hat anscheinend hier ein bisschen mehr Energie. Aber. Komm. Jawollo. Und durch hier. Geil. Das ist aber witzig. Was für ein gutes Game. Was haben wir denn hier? Haben wir hier Spezialmunition oder was? Okay, da haben wir hier ein explosives Teil. Also weil das blau ist, haben wir schon gesehen, wie es aussieht. Was war denn da? Ein Schalter oder ein Burger? Nehmen wir den Burger hier. Wir haben schon volle Energie anscheinend. Aber jetzt hat er dann doch gegessen. Ein bisschen rumgerülpst. Schauen wir da nochmal rein. Ja, das ist diese kaputte Drohne. Das haben wir jetzt schon gesehen. Das ist cool, das ist so ein Maze Runner Game anscheinend. Aber echt nice. Oh. Come on. Jawoll. Das war vielleicht doch so eine Special Munition. Naja, dabei genauso ausgesehen. Auf die muss. Da kommt ein Gegner gleich. Oder? Ach ne, der rote Pfeil geht zwar in die Richtung. Ich frage mich immer noch, was es mit dem hier auf sich hat. Anscheinend muss man da bloß diese Front zerstören. Ist das jetzt hier geladen? Ah, okay, jetzt verstehe ich auch das System hier. Wenn dieses grüne Dings hier hell leuchtet, dann ist die geladen.
Da gehen wir lang. Komm, da ist bestimmt der Gegner gleich irgendwo. Oh, was liegt denn da rum? Ach ne, das sind nur die roten Gegner. Aber wir müssen da in die Richtung, da muss der Gegner irgendwo sein. Das ist wahrscheinlich wieder der Aufzug zum Ausgang. Das kann doch jetzt nicht der Gegner gewesen sein, oder? Ne, war er auch nicht. So. Gucken wir weiter. Da wird er sein, ja. Cooles Fun-Game. Einfach nur ein cooles Fun-Game. Health, bisschen verloren, aber da gibt es wieder was zum Einsammeln. Cool. Haben wir noch einen Gegner? Ja, doch, einer müsste noch da sein. Stop him! Haha. Yes, Map clear. Cool. So, wo jetzt da? Schauen wir uns einfach mal nochmal hier ein bisschen um, was wir noch einsammeln können. Da haben wir noch so eine Munition. Habe ich jetzt hier zwei oder? Nee, ich muss trotzdem aufladen. Komisch, ich dachte, wir haben eh endlos. Egal. Diesen Bereich haben wir auch noch nicht gesehen. Bevor wir jetzt ins Exit gehen, was jetzt hier ist anscheinend, ja genau, der Aufzug, schauen wir uns doch nochmal diesen Raum an, den wir noch nicht gesehen haben, würde ich sagen. Und da ist der hier rechts. Vielleicht gibt es da doch noch was. Oh, schaut. Ja, gibt es doch was. Hier, was haben wir da? Kann man anscheinend nicht kaputt machen, oder? Was ist denn das hier? So eine Fracht mit Gläsern. Oh. So ein cooles, witziges Game, Freunde. Das ist schon nice. Auch diese Fässer hier, die explodieren. Ja, ich weiß, wir können ja gehen. Ich wollte mir nur komplett umschauen, Mensch. Lass mich doch. Gehen wir zum Elevator. Der war hinten links. Hier. Gut. Ja, Freunde, geschafft. Cool. Irgendwie sieht das jetzt anders aus, oder? Hä? Okay. Ich bin irgendwo anders, Leute. Wo bin ich? Hier die zweite Waffe. Oh. Okay. Ja, das schauen wir uns noch kurz gemeinsam an. Da bin ich jetzt neugierig. Was ist das hier? Oh. Oh nein! 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 Oh, Health! Nur noch ein Health-Punkt. Ich brauche Energie, Freunde. Wo sind sie? Oh, da. Also, muss schon auch gut ausweichen, immer. So ist es nicht. Aufpassen hier. Gibt es Energie? Was ist das mit diesen Dosen? Ist das. Nee, man hat da anscheinend 3, 5, aber ich weiß nicht, für was das zählt. Soll ich schnell laufen oder was ist das hier? Munition? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Rote sind die Health Points oder. Ne, das Grüne. Oh, neue Knarre, Freunde, jawohl. Komm her. Schnapp sie dir. Okay, jetzt, damit kann ich mit links nicht schießen. Da muss ich jetzt, Moment mal, ich muss ein bisschen switchen. Genau, nehmen wir die in die Hand. Ah ja, cool. Oh, nein. Mit links bin ich ein Depp. Oh. So. Aber cool, cool. Ein bisschen snipern jetzt hier. Und muss weg hier. Vielleicht gesnipert. Was macht denn der hier überhaupt? Wo waren die? Oh! Oh, das war jetzt knapp. Oh, ich habe keine Munition mehr, verstehe. Dann schnappen wir uns doch einfach mal wieder hier die Waffe. Ja, passt. Und hier in der Hand schnappen wir uns dann wieder die. Passt. Hotdog, jawohl, endlich Health Points. Komm, das Level machen wir noch. Das ist cool, da sind sogar Fische drin. Low-Poly-Fische, Zeitschriften.
Das ist cool gemacht. Ich liebe sowas. Liebe zum Detail, Freunde. Wir haben jetzt wieder 4 Health Points. Da war irgend so ein Roboter, der wo hier sauber macht. Was ist mit dem los? Oh! Okay, jetzt habe ich gleich wieder einen Health Point verloren. Er ist explosiv, hätte ich mir eigentlich denken können. So, schauen wir nochmal auf die Map, wo wir dann hin können müssen. Das heißt, hier ist ein Weapon. Aber wo denn bitte? Hey? Oh. Moment mal. Ach, okay. Die Dinger kann man zerballern. Das wird da angezeigt. Oder? Was ist da drin? Anscheinend muss da irgendwas drin sein in diesen Brunnen. Aber wir gehen einfach mal weiter. So. Gucken wir mal, was noch nicht erforscht ist hier von uns. Ist das geladen? Ja. Das kennen wir noch nicht. Ja, Leute, wie ihr seht, ich komme langsam in den Flow hier. Echtes Fun-Game, gutes. Und Health wird wieder aufgeladen, jawoll. So, was haben wir denn hier nun? Was ist das denn? Das ist eine Skulptur. Okay. Und nun? Okay, haben wir den Bereich erledigt anscheinend. Müssen wir weiterschauen. Es sind noch ein paar Gegner irgendwo. Wir müssen gegenüber. Das haben wir uns noch nicht angeschaut, den Bereich. Die wird dann später direkt wieder aufploppen. Ist doch gut, oder? Cool, ha? Huh? Weg, die Drohne. Oh, was ist das? Munition, nein. Verpasst. Okay, wir haben es geschafft, wie es aussieht, Freunde. Und den machen wir noch kaputt. Sammeln wir noch mal ein bisschen ein, was hier so rumliegt. Und dann begeben wir uns zum Aufzug. Wo waren wir denn? Aufzug. Da, wo das E ist, ne? Ah ja. Haben wir die andere Waffe auch noch? Ja, aber dann haben wir das dann mittlerweile Munition wieder? Ja, cool. Ja, was denn? Achso, ist schon drin. Cool. Ja, Gott, spinnt es ein bisschen. Egal. Schauen wir in den Aufzug und gucken wir mal, wo es hingeht. Okay, also es geht endlos anscheinend weiter, bis man drauf geht. Okay, ja, Freunde, aber ich würde sagen, das war es jetzt auch erstmal für den ersten Eindruck in Compound. Wie ihr seht, ich bin hellauf begeistert. Also kann bis jetzt nicht viel Negatives drüber äußern. Aber wir sehen uns gleich am Schreibtisch, dann sage ich noch ein paar Worte dazu. Bis gleich. Ja, liebe Freunde, wie ihr mitbekommen habt, bin ich hellauf begeistert von Compound. Ist ein sehr, sehr spaßiger Ego-Shooter, der so in Wave-Form aufgebaut ist. Also ihr habt im Endeffekt immer Durchgänge, wo ihr dann von vorne anfangt und wie gesagt, so eine Art Roguelike-Shooter im Endeffekt, wo ihr dann am Anfang mit diesen Spritzen euch ein paar Power-Ups geben könnt. Und was soll ich sagen, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel auf jeden Fall. Es ist eine Pixel-Grafik, aber nichtsdestotrotz macht es sehr, sehr viel Spaß und ist technisch top umgesetzt. Und einfach ein spaßiger Ego-Shooter für zwischendurch. Ja, macht auf jeden Fall nicht viel verkehrtes Game. Ich bin begeistert. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit Pavlov oder Crossfire oder so. Es ist halt einfach ein komplett anderer Grafikstil. Aber das ist nicht immer das A und O. Also gute Grafik hat nicht immer zu bedeuten, dass es ein Top-Spiel ist. Und das ist jetzt hier bei diesem Spiel das perfekte Beispiel. Compound macht wirklich alles richtig. Auch wenn die Grafik sehr, sehr einfach gehalten ist. Nichtsdestotrotz richtig spaßiges Game. Absolute Kaufempfehlung meinerseits. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein für heute.
Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf ein Like freuen. Kommentiert unten rein, wie euch Compound so gefällt oder was ihr noch so sehen wollt auf der Pico, auf der PSVR 2 von mir. Und ansonsten, Freunde, immer dran denken, we are one. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chris. See ya.